Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu Dark Souls 3! So, in der letzten Folge haben wir diese wunderschöne Kathedrale erreicht. Und das ist jetzt die nächste Session, die vierte oder fünfte, ich weiß es gar nicht mehr. Gestern habe ich mal ein bisschen DayZ wieder gezockt. Eine Stachelpeitsche. Ich werde bekloppt. Und jetzt wollen wir erstmal hier ein bisschen die geile Kathedrale abchecken. Wir haben zwei Wege. Einmal da lang, einmal da lang. Wir haben hier dieses geile Schwert und sparen auf die Keule. Oh, hier geht's schon mal nicht lang. Sehr geil. Ich kann dir nochmal eben zeigen. Das ist nämlich die hier. Das dicke Ding, Junge. Eine Riesenkeule. Brauchen wir 28 Stärke. Wir haben 27. Wir brauchen nur ein Level. Dann können wir den Spaß benutzen. Wir haben sogar 4088 Seelen, wie ich sehe. Hä, was? Was willst du mir erzählen? Wir kommen jetzt hier nicht lang? Gibt's hier einen Geheimweg? Hä? Hallo? Geheimer Weg? Scheiße. Bin ich jetzt hier irgendwie umsonst hergekommen? Gibt es einen Weg, den ich noch nicht entdeckt habe? Was ist denn er hier eigentlich? Was ist das? Rote Symbole auf dem Boden. Wagt es ja nicht. Ja, was soll ich nicht wagen, Junge? Habe ich irgendein Item bekommen, womit ich irgendwie was machen kann? Gefängnisschlüssel. Schlüssel zu der Zelle mit Dieben und ähnlichen Insassen. Macht Seelenwandlung möglich. Hohe Pyromantien des großen Sumpfes lernen. Hä? Beim Erwerb neue Gegenstände bei Schreindienerin. Aha. Was ist das alles? Scheiße. Okay. Wir scheinen hier nicht lang zu kommen. Kann man hier beten? Kann man hier irgendwas? Perfekt. Gibt es hier noch einen Weg? Okay, wir müssen jetzt erstmal ein bisschen gucken gehen. Hallo? Da kommt irgendwas. Ach, guck mal. Ach, da oben geht's auch noch hin. Erstmal hier alle wegknechten. Ach, wir müssen da oben lang. Okay, okay, okay. Ah, okay. Gut, da haben wir ja einen Weg gefunden. Also, wir müssen hier rauf. Immer rauf, rauf, rauf. Den Berg hier rauf. Guten Tag. Hier kommen mächtig viele Grundstücke. Scheiße, was geht denn hier? Oh, scheiße. Malle ist nur einmal im Jahr. Zombies überall. Die klatschen mich weg. Aber nicht mit mir. Ich mache euch vor alle weg. Scheiße. Oh, fuck. Okay, die sind nicht schwer, es sind nur ziemlich viele von denen. Sehr viele, möchte ich sagen. Fuck. Okay, okay, ich bin noch nicht eingespielt heute, ich merk's schon. Kommt die Bombe irgendwie immer wieder? Alter, spawnen hier endlich viele von den Fickviechern. Alter, die spawnen ja immer wieder. Was ist das denn für eine Scheiße? Hallo, es ist okay. Ihr seid zwar untot, aber ihr dürft ganz tot bleiben. Astoras Großschwert, hallo. Leck mich am Arsch. Wo muss ich denn nur hin? Hier sind so viele Zombies. Das ist jetzt aber wirklich mal ein bisschen crazy hier, ey. Jetzt reicht's.
Jetzt wird geschmetzelt hier. Also hier kann man ja voll Seelen fahren, wie bekloppt er, wenn man will. Lauf, mein Freund, lauf! Immer in Bewegung bleiben. Okay, ich glaube, da war ein Weg. Aber hier kommen gerade so viele Zombies. Ich bin doch hier nicht bei Daisy Sandaloon! Obwohl, der gibt es nicht mal annähernd so viele von denen. Ne, warte mal, ich will noch mal hier runter. Da war doch irgendwas. Alter, hier kann man ja voll die Seelen farmen, wenn man Bock hätte. Oh, fuck, Alter! Was ist das denn hier? Die hören ja gar nicht mehr auf zu spawnen. Jetzt mal ehrlich, die schlafen hier und wachen auf. Erstmal einsammeln. Boah, Großschwertes Schaf riecht das. Oh mein Gott! Was zur Hölle ist hier los? Hier kommen noch andere Kreaturen. Warte, hier war doch noch irgendwo ein Weg. Hier. Nee. Du Scheiße! Sind das viele? Lass mich vorbei! Vorbei, vorbei! Hier will ich mal lang. Alles abchecken. So, den eben können wir wegklatschen. Alter, wie viele waren das denn jetzt? Waren noch bestimmt 50 Zombies oder so? Und es nimmt einfach kein Ende. Oh Gott, hier ist ja gar nichts weiter. Wollt ihr mich verarschen? Wo bin ich jetzt hier hingekommen? Ey, kann man irgendwas machen, dass das aufhört, dass sie die ganze Zeit spawnen? Das ist ja völlig verrückt. Völlig durchgeknallte Scheiße hier. Willkommen auf dem Friedhof. Ah! Ah! Geht weg. Nein, 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 nein. Ihr geht schön nach Hause. Hier war doch gerade eine Seele. Oh Gott. Alter, hier war doch gerade was. Nicht? Ey, das nimmt ja kein Ende mit den Viechern hier. Ey, das ist doch ein Witz. Es kommt da noch irgend so ein Freaky Boy. Ja, kill mal deine Boys hier. Gleich werde ich von hinten gepickt. Ey Leute, ich weiß nicht, was hier abgeht. Oh Gott! Ey, irgendwas macht hier übelst ein Herz. Oh, hier ist schon wieder so ein Speerwerfer. Och nö, bitte nicht. Erstmal wegsteppen hier. Alter, die halten auch nicht was aus. Alter, das ist schon wieder zu viel für mich. Da oben ist der. Ey, wirft er jetzt auch auf mich? Ist das wieder so ein Spaß, der mich hasst? Ne, ich glaube nicht. Ich glaube, das ist mein Freund. Ich bleib jetzt mal hier stehen. Ich glaube, es ist echt mein Freund. Der hilft mir. Ey, Zocker FX! Grüß dich! Ja, der Channel ist sowas von voll, Alter! Mir geht's richtig scharf, Mann! Das ist egal. Das ist egal. Hauptsache, wir haben Spaß zusammen. Egal, wie viele zu gucken. Meine sind auch sonst wie viele Streams online. Gestern waren 190 Twitch-Streams on, die alleine Dark Souls gezockt haben. Deutsche, möchte ich sagen. Da möchte ich nicht die englischsprachigen dazu zählen. So. Hier können wir einmal vorbeirammeln. Stimmt noch was? Nein. Oh, wir gehen erstmal hier lang. Ich muss gerade gestehen, ich streame und nehme ja noch nebenbei auf. Aufgrund dieser Massen an Zombies habe ich hier leichte FPS-Einbrüche. Das ist gerade ein bisschen crazy, aber jetzt geht's wieder. Jetzt sind die ja weg. Wo geht's hier noch irgendwie rum? Ah! Überall Gesang. Ohne einen bestimmten Gegenstand solltest du nicht hier sein. Okay. Okay. Na, wir werden mal gucken. Antifluch-Großschild. Versuch Zunge, aber Loch.
Abkürzung voraus. Okay, 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 okay. Geile Ausfahrt. Herunterklettern. Wo sind wir denn jetzt hier wieder? Moin? Hä, wo bin ich? Hä? Oh Gott, was bist du denn? Du Scheiße! Was ist er denn? Ah! Was bist du? Oh, das war nicht schlau. 1, 2, 3, 4! Bam! Deine Seelen gehören mir! Ja! Oh, ich krieg Blutung. Warum? Ah! Was? Hey, was ist los hier? Ich fresse Blutung. Hä? Warum krieg ich denn das? Krieg ich das jetzt die ganze Zeit hier? Das hört ja gar nicht mehr auf. Hä? Was ist denn hier los? Scheiße! Hochklettern! Hochklettern! Ja, rauf, 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 rauf. Ist das ein Bug oder warum passiert das jetzt die ganze Zeit mit mir? Hallo, hallo! Das hört gar nicht mehr auf! Was geht denn jetzt ab? Ich habe auf jeden Fall so einen Blutungsresistenzring, ja. Hä, warum passiert das? Was ist denn jetzt passiert? Gerade eben war das doch noch nicht die ganze Zeit. Hallo. Es hört nicht auf. Hier ist irgendeine Luft, oder? Täusche ich mich? Scheiße, das macht mich nervös, aber vom Feinsten. Ach, ich hatte irgendwelche Dinger an mir. Mach's weg. Ach, da waren irgendwelche Würmchen an mir dran. Wo kamen die denn her? Meine Stats. Ja, ja, keine Ahnung. Besitze ich irgendwas Schönes, was mir helfen kann? Kein Plan. Ich weiß noch nicht, was das hier ist, ey. Nimm Fackel, schnell. Ach, damit kann ich die wohl wegfackeln. Ich hab nicht mal eine Fackel. Nö. Hab ich hier eine Fackel? Ne. Aha, aha, aha. Aha. Kann man die Dinger wo anbrennen oder was? Ne, kann ja eh schon. Ah, die kriegen das schon hin. Lass mal gucken hier. Hui! Mein! Hallo! Oh, das sind ja noch mehr! Und diesen grausigen Bestien! Monster voraus, deshalb versucht Fackel! Aha! Ich habe auch keine Fackel! Ihr seid ja lustig! Ich soll mir eine Fackel kaufen, wird mir gerade gesagt. Das sind zu viele Tipps. Nicht. Nee. Oh, scheiße. Gibt's hier nochmal ein Feuer? Das wäre voll nice, ey. So, wir schniegeln erstmal hier rein. Ach, guck mal, hier kommen wir wieder zurück. Aber hier kann man keine Abkürzung machen. Oh, geil, da gibt's was Schönes. Warte mal, erstmal, ich will mal ganz kurz hier gucken. Ich glaube nämlich, ich gehe jetzt eh erstmal das eine Level noch machen, dass ich meine Riesenkeule benutzen kann. Ich glaube, das wäre ganz intelligent. Aber was ist das denn jetzt hier für eine Abkürzung? Ist doch voll sinnlos, hier war ich ja noch gar nie. Was ist denn jetzt passiert? Irgendwas ist gestorben. Hey, Kollege! Ah ne, ich will jetzt nicht sterben. Da komm, wir gehen erstmal, liebe Freunde, wir gehen erstmal zurück zum Feuer. Aber hier, warum kam... Ah, das ist schade. Dass man hier keine Abkürzung machen kann. Könnte ich nämlich da ganz easy hinkommen. Okay, Leute. Dann, wir reisen erstmal schnell zurück zum Feuerbandschrein. Unsere liebste Heimat. Da ist es schön. Da fühle ich mich wohl. Da ist Friede, Freude, Eierkuchen, Junge.
Bam, Junge. So, machen wir das mal. Dann machen wir ein Level und kürfen uns eine Fackel. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele Level gekostet hat. Welcome home, Ashen. Speak thine. Very well. Then touch the dark egg, Nari. Ja, Baby. Jo. Oh, ich brauche noch ein paar Seelen. Wartet mal. Farewell, Ashen One. Da wissen wir uns auf jeden Fall zu helfen. Ja, mir hier ein bisschen. Jetzt habe ich vergessen, wie viel ich brauche. Scheiße. Ach, Mann. Ich vergesse mal runter zu drücken. Ja, ich glaube, das reicht. Welcome host. Very well. Then touch Hagen up. Ja, ja. Immer dasselbe Gelaber hier. Jawohl. Und zack, die Bohne. Level 37. Farewell, Ashen One. So. Zukünftig muss ich dann auch mal auf was anderes gehen als nur Stärke. Und zwar Ausdauer. Ausdauer. Und Belastung. Oh, jetzt können wir auf jeden Fall unsere dicke Keule nehmen, Junge. Was? Alter, er dreht komplett durch mit dem Teil. Soll mal den anderen Angriff anchecken? Wham! Geil. Easy Rider. Natürlich müssen wir das Ding jetzt auf jeden Fall erstmal leveln. Ich hoffe, das lohnt sich. Die eigentlich auch nicht schlecht ist, ne? Hm, so ganz muss ich zugeben, ich blick das manchmal jetzt nicht so mit dem Plus. Heißt das jetzt, die macht 203 Schaden? Die macht er jetzt schon 208. Quasi, oder? Ah, das ist rot. Der Plusschaden, was sagt der genau aus? Das ist die Frage. Die habe ich halt zweimal gelevelt. Wir werden die jetzt einfach mal nehmen. Oh, guck mal hier. 34 Stärke. Ein Anti-Fluch-Großschild. Ich habe da noch ein paar Waffen gekriegt. Anderes Wasser, Großschwert, Astoras Großschwert. Das braucht aber Geschicklichkeit oder irgend sowas. What? 32 Stärke! Ey, nee, dann. Boah, kein Plan. Ey, oder. Warten wir, bis wir die Axt nehmen können. Nimm das Breitschwert. Das Breitschwert? Großschwert des Scharfrichters. Breitschwert, Breitschwert, Breitschwert. Wo ist denn ein Breitschwert? Ich habe kein Breitschwert. Habe ich gar nicht. Großschwert. Machete, ja. Müssen wir mal ausprobieren. Oh, jetzt gucken wir erstmal hier. Na, Baby. Ah, how may I be? Wie kann ich da in Dienste sein? My Lord. Eine Fackel kostet 300. Super, ich habe nur 214. Be sure to bring more soul. Auf jeden Fall bin ich mit der Keule um einiges habe ich mehr Belastung. Ah, so, da kaufen wir uns mal hier eine Fackel. Oh, ich kann mich überhaupt nicht entscheiden, was ich für eine Waffe nutze. Voll anstrengend. Waffe ausrüsten, ja. Den Dieb schon befreit, der hat das im Angebot. Nee, ich habe den Schlüssel, aber ich weiß gar nicht mehr, wo der sein soll. Muss ich ehrlich sein. Wir kriegen gerade ein bisschen Hilfe im Stream hier, nicht wundern. Wir gehen erstmal weiter. Wir warten ein bisschen, ja. Ich habe ja gerade gesehen, ich habe hier so ein
so einen Schlüssel für irgendeinen Dieb, aber ich weiß nicht, wo er ist. Ach, hier oben, warte mal, da vielleicht da, wo wir den einen starken Typen hatten, wo wir die Treppen hoch mussten, da vielleicht drinne. Na egal, jetzt bin ich schon weggereist, machen wir nachher, wenn wir zurück müssen. Also ich stärke hauptsächlich, ich gehe hauptsächlich auf Stärke, Vitalität, Ausdauer und Belastung. Ich will halt im Endgame eine fette Rüstung tragen können und in dem Tempo hier springen können und ich will eine riesen Machete in der Hand haben, Junge. Und ein fettes Schild. That's the way I want to play this game. So, jetzt verstehe ich nur die Abkürzung irgendwie mal gar nicht. Warte mal, ich probiere jetzt mal hier die Keule aus. Was ist denn hier Phase, Junge? Mir gefällt das Schwert besser. Nein, mir gefällt das Schwert besser. Nee, das gefällt mir hier gar nicht. Nee, die Keule ist scheiße. Muss ich jetzt echt gestehen. Da gefällt mir das Schlachtermesser doch besser. Das ist schneller. Er lässt sich schneller schwingen und verbraucht nicht so viel Ausdauer wie die Keule und ich bin nicht so belastet. So, hier rennen wir jetzt durch. Viel zu viele Zombies, einfach. Viel zu viele. Wie geht's denn eigentlich hier lang? Spring hier mal runter. Hallo. Warte, was ist jetzt noch was? Ach, da unten sind die Fickviecher. Ah, hier komme ich schneller durch. Geil. Tap, tap, tap. Moin, Arabica, ich grüße dich. Willkommen. Aua, 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 aua. Vielleicht sollte ich doch mal kämpfen, aber ich will nicht. Ich will einfach nur hier durchmarschieren. Ach, da oben kommt unser Freund. Lauf, Forrest, lauf! Hey, jetzt kriege ich ja schon wieder Blutung. Ah, okay. What? Hier dreht einer durch, Alter. Na doch, ich habe... Das Ding ist, ich habe am Anfang mal... Ich kann mich halt nicht entscheiden, welche Waffe ich jetzt benutzen soll. Weil ich kriege immer eine neue, wo ich dann mehr Stärke... die ein bisschen mehr Stärke brauche. Und dann denke ich mir immer, ja, ich verschwende jetzt lieber meine Steine nicht. Ich habe das mal auf 2 gemacht, dann habe ich aber das hier gekriegt. Dann habe ich das auf 2 erhöht. Und wo ich das dann hatte, habe ich die Keule gekriegt und das. Und dann dachte ich mir, okay, dann lasse ich das lieber erstmal. Aber ich glaube, das Schlachtermesser sollte ich dann doch vielleicht mal hochleveln. Weil das gefällt mir echt gut. Das lässt sich schön spielen, das schwingt schnell hier, so zack, zack, zack. Kriege ich 5 Schläge mit hin, auf jeden Fall. Ich glaube, ich so. Nur das Ding ist jetzt habe ich halt auch diese kleine Axt. Die macht ja nochmal ordentlich Schaden, ey, die bumst ordentlich rein. Aber vielleicht sollte man sich dann doch erstmal für eine Waffe entscheiden und sagen, okay, scheiß drauf. Später kannst du dann auch noch nochmal eine andere ausprobieren und die verbessern. Weil die macht auch nicht viel Belastung, das ist ziemlich geil. Bin ich nur bei 38, mit der wäre ich schon wieder bei 47, ne? Ah, da muss ich erstmal auch ein paar Seelen farmen, weil jetzt habe ich ja gerade nicht so viele. Um zu schmieden halt. Also ich habe auf jeden Fall zahlreich Steine gesammelt. Unten. In diesem vergifteten Bereich da. Wo aber irgendwie auch noch ein Tor ist, was geschlossen ist. Eigentlich ist die Waffe schon echt geil. Nee, komm, ich nehme die. Ich werde die definitiv verbessern. Ich habe mich entschieden. Ich werde das hier nehmen. Das Schlachtermesser. Aber sag mal, Zocker FX, kannst du mir mal sagen, das Ding ist auch, man hat ja die großen Seelen, ne? Und in den anderen Teilen war das ja so, dass man mit den großen Seelen irgendwann eine Waffe schmieden konnte. Auf das Endlevel quasi. Oder die verwandeln konnte. Und ich weiß aber nicht so richtig, welche dafür da sind. Ich will auch nicht im Wiki lesen und so. Na gut, jetzt frage ich dich. Das ist eigentlich auch wie ein Wiki. Ich habe jetzt halt noch die 3. Das ist wahrscheinlich für eine Magie. Ich weiß nicht, ob man jede benutzen kann zum Schmieden oder nur die, die so groß aussehen. Das ist halt erstmal ein bisschen... Das weiß ich nicht so richtig. Da blicke ich nicht so ganz. Deswegen, ich habe halt Angst, dass ich irgendwas benutze und... Ja, dann Scheiße mache da.
mir quasi selber ins Bein pisse. Heiligenbaumranke. What? Ey, kommt mir her. Hey, beruhig dich, beruhig dich. Beruhig dich in deinem Zorn. Ja, na, das sind ja alles Bossseelen, deswegen. Das weiß ich ja. Die drei, die ich hier habe, sind ja alles Bossseelen. Die, die und die. Also kann man jede benutzen. Ich habe nämlich schon mal eine benutzt, für, um Seelen zu kriegen. Habe gerade mal 2000 Seelen gekriegt dafür. Das war total der Witz. Das ist ja eigentlich, das ist mal nix. Einfach nix, das ist lächerlich. Eigentlich. Oh gut, dass ich den Ring haben, die blutungsresistente. Oh, ich liebe dieses Spiel, es ist so toll! Und so komplex. Oh. Ah, komm her! Bleib hier! Nein! Nein! Ja, ich hab's noch. Oh, ich dachte, es wäre schon weg. Funkeltitanit, sehr gut. Holy shit, ey. Hab ich irgendwas verpasst? Ja, hier liegt noch was. Noch eine kleine Titanitscherbe. Hab ich auch schon mal eine große gefunden? Ja, dann machen wir das. Werden wir nachher nochmal, wenn wir ein neues Feuer vielleicht finden. Geh zum König. Beim König war ich noch nicht. Ich kenne keinen König. Glaube ich. Okay, gleich habe ich ein verficktes Problem. Bleib hier. Verfickt, Mann, keine Ausdauer. Der schläft doch nur. Was ist denn das für eine Verarsche? Ich rub ihn weg. Ich muss hier nachher nochmal hinkommen. Und mir das Ding holen. Die spawnen ja, glaube ich, wieder, ne? Wenn ich am Feuer war. So, das scheint ein fiktiver Gegner zu sein, den man jetzt nicht unbedingt machen muss. Aber ich mach den gleich. Den hier zwei. Nee. Ah, ich mag meinen Charakter. Oh, scheiße. Stirb jetzt! Oh Gott, der killt mich hier noch was. Alter. Ach, der König. Ach, echt? Der kann mir das sagen. Ah, geil. Mensch, Junge. Wäre ich ja nie drauf gekommen. Was geht denn hier eigentlich? Ist ja gar nichts. Ist irgendwas... Okay, das ist ja ein bisschen sinnlos hier. Scheinbar, man weiß es nicht. Okay, dann versuchen wir uns mal an dem Kollegen. Habe ich noch was, womit ich meine Waffe Feuer mache? Nö. Habe ich nicht, Freunde. Okay, wir probieren es einfach so. Oh, das ist so ein Vieh vom Anfang. Oh, scheiße, was habe ich getan? Ich gehe hier hin. Tschüss. Oh, scheiße, was habe ich getan? Ich will den aber killen, vielleicht kommt da was Geiles. Oh, fuck, 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 fuck. Luca, Luca. Der vereist mich einfach mal. Habe ich irgendeine Rüstung, die mich vereist schützt? Ja. Meine dicke Rüstung. Bin ich so scheiße schwer. Hey Tony, ich grüße dich, willkommen im Stream. Oh fuck. Ey, ich will jetzt nicht verrecken eigentlich. Was ich gelernt habe in Dark Souls ist, dass man meist am besten am Gegner bleibt. Oh, ich bin fast weg vom Fenster.
Nix ist. Hua! 5000 Seelen! Molly! Und da ist die Folge auch vorbei! Wir haben jetzt die Titanitschuppe gekriegt. Super geil! So, liebe Freunde, das war doch am Schluss der Folge nochmal ein epischer Kampf, Alter. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Haut rein!